Vagusnerv, der entspringt hinten am Stammhirn. Hier haben wir auch diese 12 Hirnnerven, die austreten. Der 10. ist ganz interessant. Der wird der umherschweifende, umherwandernde Nerv genannt. Deswegen Vagabund. Genau, ja. Aus dem Lateinischen. Vagundi oder so, irgendwie so ähnlich. Das bedeutet Vagabund, da haben wir das Wort auch, der umherschweifende Nerv. Warum? Weil er wirklich von, nicht hier, das ist ganz, ganz falsch, ich zeige immer hier, vom Hirnstamm, ja, runterläuft, Kehlkopf. Innovation macht, ja, ganz viel mit dem Kehlkopf vom Rachenbereich zu tun hat, dann aktiviert er die wichtigsten Organe, Lunge, Herz, geht dann durch das Zwerchfell durch und hier geht es die Verdauung. Und das ist die Aufgabe vom Vagusnerv, hier die Informationen von unten zu sammeln, sie nach oben zu leiten, dann von oben Informationen zu kriegen, was hier unten sozusagen aufgrund dieser Information zu verändern ist. Zwei wichtige Aufgaben hat er, eben diese Information abzusammeln und die zweite, er ist direkt an den Parasympathikus gekoppelt. Ein gutes Einstiegstor, um mit diesem Parasympathikus zu arbeiten. Ja, wisst ihr, Sympathikus, aktives System, das uns aktiviert, Parasympathikus, das uns zur Ruhe bringt, verdauen lässt, regenerieren lässt und so weiter. Wir zeigen euch drei Übungen. Die erste, die ich euch vorschlage, um den Vagusnerv zu stimulieren, hat was mit den Ohren zu tun. Das wissen auch schon die Chinesen, haben das schon gewusst. Es gibt eine Ohrakupunktur. Hier gibt es eine Verbindung vom Vagusnerv über Verästelungen zu dem zum Gehörgang, zu dem äußeren Gehörgang. Also ihr könnt euch vorstellen, der Gehörgang gibt es ein Innen und ein Außen. Und das ist dieser Bereich hier vor dem Ohr. Das ist so eine schöne Mulde. Und hier geht ihr einfach rein. Ich mache es jetzt mit einer Hand, sonst höre ich nichts mehr. Sonst höre ich mich nicht mehr. Bei euch vielleicht dasselbe mit einer Hand. Ihr legt hier den Zeigefinger am besten in diese Mulde. Und es ist nicht so ganz genau, einfach vor dem Gehörgang. Ja, da hat ihr oben, Seite, unten. Und hier massiert ihr mit ganz wenig Druck. Viel Druck ist hier kontraproduktiv, gibt viel zu viel Information nach oben. Ganz leicht, so als ob ihr die Haut so ein bisschen verschieben wollt. Ja. Und massiert hier. Und spür einfach nach, welches Gefühl entsteht da in dir. Ja, das machen wir ungefähr 30 Sekunden. Schaut jetzt vielleicht für euch lustig aus, wenn wir hier sitzen mit dem Finger im Ohr. Ohrreinigung. Wir gehen raus, fühlen kurz einen Unterschied. Wie fühlt sich jetzt deine rechte Kopfseite an? Und da muss man manchmal gut reinspüren. Und dann machen wir das Ganze natürlich auch auf unserer linken Seite. Zeigefinger sucht sich zuerst den Gehörgang. Den kennen wir, dann geht es ein bisschen nach außen. Wir suchen uns hier eine Mulde. Wenn du lange Fingernägel hast, ist das diese Übung nicht so optimal. Dann warte vielleicht bauchatmend auf die nächste Übung, die ich dir dann hier zeige. Atme natürlich immer weiter, während du diese Übung machst. Gefühlt ganz sanft, keine Massage, so eine leichte Verschiebung der Haut. Und dann komm wieder zum Ende zurück. Die nächste Übung funktioniert auch mit längeren Nägeln. Wir massieren die Ohren ein bisschen von oben nach unten, das ist für uns ein bisschen schwierig mit dem Mikro, mit Zangengriff. Interessant, wenn du diese Massage jetzt machst und du vergleichst deine beiden Ohren, ja, ob es einen Unterschied gibt zwischen links und rechts. Dann die Frage, wie elastisch sind deine Ohren? Wie warm sind deine Ohren? Das kannst du auch 2-3 Minuten machen. Manche lieben diese Massage. Noch genialer, wenn jemand diese Massage für dich macht. Also wenn ihr zu zweit seid und es ist okay für euch, kann man das auch gegenseitig machen. Ja, so kann sich einer hinter den anderen hinstellen. Ich zeige es bei Maria kurz vor und hier ein bisschen durchmassieren. Maria, du wirst bestätigen, das ist ganz ein anderes Gefühl. Mhm.
hier durchmassieren. Dann, das könnt ihr selbst machen, einen kleinen Stretch. Ihr zieht das Ohr ganz, ihr haltet es hier oben, als ob ihr ein Piercing machen wollt. Und ihr zieht hier sanft nach oben. Maria, ich mache es jetzt rechts. Spürst du diesen Zug nur rechts, in diesem Gehörgang? Ja. Ja, so das Gefühl, als ob dein Gehörgang sich etwas weitet. Mhm. Spürbar zwischen rechts und links? Mhm. Okay, jetzt andere Seite. Und jetzt konzentriere dich. Hier geht es nicht um, hier geht es darum, ganz sensible Informationen von der Peripherie, vom Körperäußeren, über dein Nervensystem ins Gehirn zu leiten. Fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins. Das war die Übung Nummer 1 übers Ohr. Ganz unkompliziert. Gehörgangmassage, Ohr ein bisschen durchzwecken, Ohr länger ziehen. Ja, einfache Möglichkeit, die man auch so zwischendurch machen kann. Vergleich das immer wieder mit einem Reset, nenne ich es ganz gerne, für dein Nervensystem. Das Nervensystem hängt oft, ja, dieses Gaspedal hängt. Körper kann nicht mehr entspannen, so kann man es beschreiben, glaube ich, ganz gut. Und das ist eine Möglichkeit, wie du dieses Gaspedal, das sich verklemmt hat, wieder lösen kannst. Maria, was ist dein Favorite intuitiv für den Vagusnerv? Zweite Übung. Intuitiv. Ja, also wie der Wolfgang schon so schön beschrieben hat, wie der Vagusnerv da schön runterzieht, über das Kiefer, weiter runter über die Halswirbelsäule, eigentlich bei der Speiseröhre vorbei, runter bis dann zum Zwerchfell, und das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und wenn diese Bereiche blockiert sind oder verspannt sind, ist es natürlich augenscheinlich, dass der Vagusnerv nicht so seine Aktivität übernehmen kann, etwas verklemmt ist, und dann fließt natürlich das Ganze nicht so, und man ist angespannt und weiß eigentlich nicht genau warum, nämlich nicht nur in diesen Regionen, sondern auch mental. Und da gibt es eine ganz feine Übung, die was einfach das ein bisschen lockern und lösen kann. Und mir ist es auch bei diesen Übungen oder bei dieser Übung ganz, ganz wichtig, dass man es sanft macht. Also es wird oft einmal, viele meinen, etwas mehr dehnen ist besser, aber wir machen das jetzt wirklich ganz bewusst und sanft. Ich hoffe, ihr sitzt alle recht bequem. Ich schaue immer, dass auch die Füße gut verankert sind. Und die Aufrichtung der Wirbelsäule noch einmal so bewusst wahrnehmen, reinspüren. Wir atmen gemeinsam ein, zwei tiefe Atemzüge und stellen uns auch vor, wie wir Raum schaffen. Zwerchfell raus, auch runter bis zum Kehlkopf, Kiefermuskulatur möglichst entspannt halten. Und dann wandern wir gedanklich rauf zu unserem Kopf. Und zwar ganz rauf zu unserem Kronenchakra, wenn man es so benennen darf. Und legen die Hand möglichst leicht auf den Kopf. Und dann bewegen wir den Kopf nach rechts. Wir ziehen nicht, wir verlängern den Hals und bewegen ihn ganz sanft nach rechts runter. Das rechte Ohr nähert sich dem rechten Schultergürtel. Und die linke Hand darf den rechten Rippenbogen umfassen und schiebt ganz leicht den Rippenbogen rüber nach links. Die Betonung liegt auf sanft. Jetzt drück noch etwas den Kopf in deine Handfläche und du spürst wahrscheinlich, wie die linke Seite, dein Hals, die Muskulatur sich aufdehnt. Also Kopf in die Handfläche drücken, ganz ist gemeint, Kopf in diese Richtung drücken, ja? Zum Verständnis? Nein, also nicht in diese, wir drehen dann nämlich den Kopf weiter, also ganz leicht ist der nächste Schritt, und zwar die Augen, die gehen links nach oben. Es ist zwar der Vagusnerv nicht mit dem, der zieht nicht bis rauf zu den Augen, aber er ist indirekt mit dem Augennerv verbunden.
Und deswegen sind die Übungen für die Augen immer ganz wichtig, um auch den Vagusnerv zu aktivieren. Also schiel jetzt nach links oben, zieh leicht mit der linken Hand deinen Rippenbogen rüber nach links. Streck noch ein bisschen der Kopf, der strebt in die rechte Hand. Gleichzeitig dreht auch dieser sich ganz leicht nach oben. Vergiss nicht auf das Schielen. Es wirkt sehr komplex. Vielleicht beim ersten Mal zuschauen, beim zweiten Mal mitmachen. Versuche ich die Atmung in meinen Rippenbogen zu lenken? Ja, du atmest ganz bewusst in einen gesamten Rippenbogen. Nicht nur auf eine Seite, sondern versuch wirklich die Atmung auszudehnen und nimm wahr, wie sie auf der einen Seite etwas komprimierter ist und auf der anderen Seite leichter geht. Aber wichtig ist vor allem, dass dein linker Schultergürtel nicht nach oben zieht, sondern nach unten und die linke Hand durch das Umfassen vom Rippenbogen unterstützt natürlich diese Dehnung. Sanfte Dehnung, 30 Sekunden in etwa halten. Und wichtig ist dann wirklich Schritt für Schritt aus dieser Position. Zuerst die Augen, der Kopf, richtest dich auf, löst die rechte Hand, löst die linke Hand. Und gar nicht viel werten, auch nicht nachjustieren, sondern jetzt lassen wir das System sich selber organisieren. Man hat dann oft das Gefühl, man muss sich jetzt da ein bisschen ausrichten. Lass das System für dich arbeiten, lass wirklich dieses Nervensystem sich wieder regulieren. Gern die Augen schließen, über die Nase atmen, nachspüren. Wahrscheinlich spürst du die linke Seite jetzt mehr wie die rechte. Was auch immer passiert, es ist bei jedem anders, aber es sollte sich in jedem Fall gut anfühlen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Bevor wir uns nach links bewegen, noch einmal zwei, drei tiefe Atemzüge schauen, ob ich wirklich immer noch gut verankert bin, schön aufrecht sitze. Und dann nehmen wir die linke Hand auf den Kopf. Ellbogen nach außen gedreht, die rechte Hand umfasst den linken Rippenbogen, ohne sich zu verdrehen, Schultergürtel möglichst entspannt. Und jetzt beug das linke Ohr oder den Kopf nach links. Das linke Ohr nähert sich dem Schultergürtel. Du spürst bald eine sanfte Dehnung auf der rechten Seite. Und dann dreh den Kopf etwas nach oben, schiebe auch den Kopf leicht in deine Handfläche. Wieder nachjustieren, schau, dass der rechte Schultergürtel nicht nach oben zieht. Und jetzt schiel mit deinen Augen nach rechts oben. Mit dem Bewusstsein, dass der Augennerv in Verbundenheit ist mit dem Vagusnerv, hier ganz viel lösen kann. Und immer wieder rein spüren, schauen, wie ist der Blick immer noch nach oben gerichtet. Es kann auch für manche ein bisschen schmerzhaft sein, die Augenmuskulatur nicht so trainiert ist. Rechter Schultergürtel sinkt nach unten. Atme bewusst rein in dein Zwerchfell. Mehrdimensional, also in alle Richtungen. Und immer wieder gedanklich in dieser Dehnung verweilen. Spüren, wo sind meine Augen? Was macht der Schultergürtel? Und wenn manche beginnen dann zu gähnen, es ist ein gutes Zeichen, also überhaupt nicht schlimm, gerade im Gegenteil. Und dann lösen wir ungefähr nach 30 Sekunden Schritt für Schritt. Das ist immer ganz spannend, wenn man so aus der Position rauskommt. Man hat das Gefühl, puh, ja, da tut sich was. Lösen. Und wieder nachspüren.
das ist ein, mein Zeitgefühl hat sich verändert. Diese 30 Sekunden haben sich angefühlt wie 2 Minuten. Ja, das ist da. Vielleicht waren es auch ein bisschen länger. Aber in den Vagusnerv kann man nichts, in die Entspannung kann man nicht so viel Zeit investieren. Jetzt bin ich so entspannt, dass mir kaum die dritte Übung einfällt. Ich besinne mich. Dritte Übung, ich weiß sie doch noch. Vom Ohr, das war meine Logik oder unsere Logik da hinten, vom Ohr so ein bisschen zu diesem Bereich hier, Nervenbereich, Nervus accessorius läuft hier in den Schultergürtel hinein, der hat auch mit Vagusnerv zu tun, deshalb auch dieses Stretching auf die Seite. Und jetzt geht es noch eine Etage tiefer in dein Bauch. Ich habe gesagt, die Verdauungsorgane geben auch Informationen oder werden vom Vagusnerv innerviert. Einfache Übung, ihr ahnt es schon, hat mit Bauchatmung zu tun. Hier würde ich gerne die 70-30 Atmung nehmen vom letzten Mal. Das heißt, wir atmen ein, 70%, atmen noch einmal 30% ein und atmen dann aus. Das ist die grundsätzliche Atmung. Aber jetzt zusätzlich, leg deinen Daumen in deinen Bauchnabel rein. Und man sagt so, der Bauchnabel, hier ist das Gewebe am dünnsten, hier haben wir so einen besten Zugriff auf unsere so Organe. Du legst den Daumen rein, fühlst mal, wie fühlt sich das an. Wir arbeiten hier immer mit wenig Druck. In meiner Ausbildung im Shiatsu haben wir hier das auch immer wieder gelernt, dass man sogar über den Bauchnabel Diagnosen machen kann. Man kann spüren, wie ist der Bauchnabel verschiebbar. Die Faszien laufen hier zusammen. Ja, wandern dann in die Organe, Osteopathen arbeiten auch mit diesem Bauchnabelbereich. Hier kannst du über sanften Druck auf diese Faszien erstens einmal deine Organe entspannen. Aber uns geht es eigentlich noch mehr um diesen Vagus-Aspekt. Hier den Punkt spüren und jetzt langsam die Konzentration auf die Einatmung. Einatmen, Bauch wölbt sich, 70%. Keine Pause. Bauch, Atemkugel sinken lassen. Nochmal 30%. Jetzt bist du ganz voll und langsam länger ausatmen als einatmen. Mein Lieblingsrhythmus ist 5 ein. Kurz halten. Und ungefähr 8 Sekunden aus oder 8 Einheiten. 6, 7, 8. Finde deinen Einatmen. Auf 3, Pause. Dann weiter. 4, 5, 8, aus, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atme noch einmal ein. Bauch wölbt sich. Spürst deinen Daumen, Pause, atme weiter, mach dich ganz voll, ohne die Schultern zu heben und atme lange, 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 lange aus. Dann löse deine Finger, deinen Daumen wieder aus dem Bauchnabel. Schließ deine Augen. Und jetzt fühl noch einmal nach, was sich in dir verändert hat. Kannst du die Theorie bestätigen, dass diese drei einfachen Übungen, obwohl wir immer wieder zwischen die Entspannung quasi unterbrochen haben über Erklärungen, dass die trotzdem auf dein Nervensystem wirken? Okay, wenn das so ist, dann kommen wir jetzt langsam oder ziemlich schnell, auf jeden Fall entspannt. Zum Ende, schreib bitte gerne noch in den Chat hinein, wie es dir gegangen ist mit den Übungen. Mich freut es, dass wir heute wieder so eine große Gruppe waren, über 500 Zuseher. Das habe ich vorher noch vergessen. Praxis Qigong in der Gruppe ist viel schöner, mit einem Partner, vielleicht sogar in einer größeren Gruppe. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendjemanden einzuladen, probiert das aus. Nimm deine beste Freundin, deinen besten Freund, Vater, Mutter, Tochter, Kind, was auch immer. Such dir jemanden und motivier ihn, dass er hier einmal mit dabei ist, damit
einfach ganz aus eigennützigen Gründen du erleben kannst, wie es sich anfühlt, wenn man das zu zweit, zu dritt macht. Das macht Spaß, ist der falsche Ausdruck, das macht Freude. So empfinde ich das zumindest. Ich hoffe, dir ist es gleich gegangen. Ja, in diesem Sinne möchten wir beide uns verabschieden. Wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und ansonsten war es uns ein großes Vergnügen, dir ein bisschen den Vagusnerv näher zu bringen. In diesem Sinne, bis dahin, alles Gute.